Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir arbeiten immer noch an unserer zusätzlichen Ölraffinerie, die wir jetzt aber auch in Betrieb nehmen können. Reicht sogar, hier einen hinzusetzen. Und zack, läuft es. Und zwar mit einer durchaus annehmbaren Geschwindigkeit. Und mit den Leitungen habe ich ja auch alles richtig gemacht. Wenn man es in so kleinem Maßstab macht, ist das schon ganz gut zu verschmerzen. Änderungen an einer größeren Anlage. Ich erzähle es immer wieder, weil sich das in meine Erinnerung eingebrannt hat. Da habe ich auch schon mal gern 2 Stunden dran gesessen, die Rohre neu zu verlegen. Und währenddessen hat natürlich am Ende des Ganzen die Produktion stillgestanden. Im Moment also geht's uns noch ganz gut. Na, seht ihr, jetzt fließt hier auch wieder deutlich mehr Petroleum rein. Hier natürlich auch. Wäre es natürlich nicht ungünstig, wenn wir jetzt auch mal anfangen würden, den Kunststoff hier einzulagern. Denn es ist ja immerhin eine Überschussproduktion, die verhindern soll, dass das Ganze stehen bleibt. Noch brauchen wir ja überhaupt keine Kunststoffe. Und wenn wir sie brauchen, wird das, was sich hier angesammelt hat, in extrem kurzer Zeit verbraucht sein. So, hier oben hat sich inzwischen alles auf normal stabilisiert. Ein Drittel bis ein Viertel. Das ist akzeptabel. Brauchen wir erstmal noch nicht mehr. Dann Solarpanels können wir. Die nützen uns aber erstmal noch überhaupt nichts. Also per se würden sie uns schon nützen, aber eben nur tagsüber. Und wir bräuchten die Möglichkeit, auch Strom halt für die Nacht einzuspeichern. Und das kommt halt erst einen ganz, ganz kleinen Ticken später. Zwischenprodukt Schwefel. 3 Wasser, 3 mal Petroleum. Ist also schon wieder das nächste, wofür wir eigentlich doch wieder Petroleum brauchen. Brauchen wir also 1 Leitung Wasser bis hier runter. Noch eine Chemiefabrik, die wir mit an unsere Petroleumleitung anschließen. Wasser können wir uns, denke ich mal, ohne weiteres hier noch mit abzwacken. Weil das ist natürlich, das ist Ewigkeiten her, dass das sich mal einer überlegt hat, dass 3 Pumpen ideal für 7 Öfen mit Beheizung für 10 Dampfmaschinen wäre. Das ist natürlich nicht ganz exakt. Das sind im Endeffekt, das ist ein Ticken zu viel Leistung für ein Ticken zu viel Öfen, für ein Ticken passend gerade zu viel für die Dampfmaschinen, um das mal so krumm auszudrücken. Es basiert darauf, dass es dann halt nie mit weniger als 100% Effizienz läuft. Natürlich könnten wir jetzt, und das werden wir auch, einfach mal hoch zu unserer Rohrproduktion laufen und uns da mit neuem Material eindecken, damit wir nicht immer alles von Hand machen müssen. Das Spiel heißt ja schließlich Factorio und wir wollen uns hier das Leben ja auch immer wieder ein Stück einfacher machen. Also es läuft hier nicht trocken, aber es fällt schon langsam auf. Ich meine, gut, das war ja auch nur eine Überschusseinlagerung. Die werden wir hier auch erstmal lassen. Soweit steht hier also nichts still und das ist erstmal das Wichtigste. Wir könnten zusätzliche Zahnräder noch mit rein, aber keine Hektik. Keine Hektik.
Ah, nochmal ein Blick auf den Verschmutzungsgrad. Also noch haben wir es nicht wirklich erhöht. Mist, jetzt bin ich hier natürlich in die Sackgasse gelaufen. Und natürlich später versuchen wir solche Sackgassen zu vermeiden, die uns daran hindern, schnell irgendwo hinzukommen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, würde ich sagen. Den Timer habe ich auch schon wieder vergessen zu starten. Was heißt vergessen? Vergessen habe ich ihn per se nicht. Ich habe ihn nicht richtig angetippt. So. Das einmal. Dann möchte ich eigentlich versuchen, die Schwefelproduktion hier auch unten hinzulegen. Das heißt, wir müssen Wasser von hier oben. Einfach als Markierung, was hier drin ist, immer zwischendrin einen kleinen Satz lassen. Reicht das, um hier drunter durchzukommen? Gerade so. Gerade so. Es ist natürlich schön, wenn man dann an den Rohren auch schon erkennen kann, was genau sich darin befindet. Und blau ist halt Wasser, funktioniert, denke ich mal, noch relativ gut. Dann, weil wir auch in diese Richtung dann einlagern werden, kannst du einmal hier rüber. Ich hoffe mal, dass das auch. Nee, eben nicht. Dann müssen wir das nämlich anders machen. Dann müssen wir das ein ganz klein wenig anders machen. Dann arbeiten wir halt nach unten. So müsste es dann nämlich passen. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt baue ich nicht mehr großartig um, weil das kriege ich jetzt noch so recht bequem gemanagt. Und einmal den hier. Das ist dann schon mal der Zufluss. Dann brauchen wir hier einmal Strom. Und ein Minimum an Infrastruktur, um das Ganze dann nachher einzulagern. Vorerst natürlich. Kiste, machen wir eine Stahlkiste ruhig. Die können wir hier auch reinschmeißen. Läuft jetzt natürlich nicht mehr so übermäßig schnell, weil jetzt hier natürlich wieder eine ganze Menge. Weiß jetzt nicht, ob das damit. Man muss auch immer sehr, sehr höllisch damit aufpassen, wenn man plötzlich eine ungerade Anzahl unterirdischer Rohrendstücke. Das ist schön. Wollte die. Genau, die fortgeschrittenen Öfen. Stahlträger und Ziegelstein. Ja, gut, dass wir davon so eine Produktion haben. Irgendwo ist hier aber gerade der Wurm ein bisschen drin.
können das mit dem Petroleum anders machen. Meine, früher oder später ist diese Kiste hier voll, dann würde alles Überschüssige eh hier reingehen. Was wir jetzt einfach machen. Das geht besser. Wir legen ein Rohr rum. So. Das könnte mich natürlich eben ein bisschen getäuscht haben, dass die Farbe eher so ins Lilane geht. Aber es läuft doch von der Geschwindigkeit her noch ganz passabel. Ich das jetzt hier rausnehme. Es ist gerade ein bisschen merkwürdig. Eigentlich sollte der Fluss jetzt doch deutlich regelmäßiger sein. Jetzt läuft es wieder hier schnell rein und hier langsam. Probieren wir mal was anderes aus. Hin und einmal hier hin. Das ist. So oder so. Leichtöl. Schweröl geht auch halbwegs. Naja, es ist halt erstmal eine vorübergehende Lösung. Schwefel ist jetzt auch nichts, was wir per se jetzt schon dringend brauchen, aber das kommt halt später und dann ist man froh, wenn man dann schon mal eine gewisse Grundlage hat, um einfache Dinge produzieren zu können. Oh, jetzt auch ein kleines bisschen verzettelt hier, aber das passiert halt schnell. Was wir eigentlich machen wollten, war hier unten eine Produktion von Eisenplatten für die Fertigung von Munition für diese kleine Verteidigungsanlage hier drüben einzurichten. So war es im Endeffekt auch nicht gedacht. Genau. Was so setzen. Okay, dann Eisenplatten, panzerbrechende Munition braucht man erstmal auch noch nicht.
Dann haben wir auf jeder Seite jeweils beide Rohstoffe. Können hier schön reingeleitet werden. Das Fertigprodukt kann hier rüber zur Fabrik geleitet werden. Sehr schön. Wir haben sowieso genügend von den einfachen Strommasten. Türmen, wollte ich schon sagen. Passt irgendwie nicht das Wort. Ich möchte aber trotzdem ein paar Fortgeschrittene haben. Ja, hier sieht man schon, wir können mengenmäßig extrem viel eigentlich produzieren, aber die Frage ist dann natürlich, wo ist der Nutzen? Und einen, um den ganzen Kram zu verbinden. Leider nicht machen, dann machen wir das einfach so. Was nützt uns die Kohle schon in unserer Tasche? Da produziert die ja auch keinen Strom. So, da kommen die ersten Erzbrocken. Gerade jetzt sind wir damit fertig. Führt zu Beton. Beton ist auch gut. Beton ist auch gut. Dann, womit machen wir weiter? Ein Umspannwerk wäre auch nicht uninteressant. Verdammter Hals. Allerdings, da kommen wir ja eh noch nicht dran. Oh, die sind neu. Wir machen erstmal mit den Batterien weiter. Und wir haben schon gesehen, Forschung Batterie ermöglicht, das dritte Wissenschaftspaket zu bauen. Und das heißt, wir nähern uns langsam wieder dem Fortschritt. Normaler. Komm her. Hierfür auch. Später werden wir alles viel optimierter gestalten und dann ist es natürlich von Vorteil, dass wir vieles nicht mehr produzieren müssen, sondern einfach hier einsammeln werden. Was dann auch wieder immense Vorteile für uns hat. Ah. Hilfe. Ich mache am besten wirklich gleich mal eine kleine Pause. Die Produktion hier läuft. Hier läuft auch alles. Einen Überschuss an Ziegelsteinen haben wir noch nicht.
Aber unser Vorrat an Mauern ist bald voll. Dann dürfte sich das mit den Ziegelsteinen auch erledigen. Ja, im Inventar haben wir natürlich so gut wie gar nichts. Natürlich machen könnte, einfach das Ganze hier hinzusetzen. Und ja, jetzt lädt er zwar noch Steine ein, aber das wird er nicht mehr lange machen. Denn wenn dieser Stapel hier voll ist, und das ist er jetzt gerade, fängt der Greifarm hier an einzulagern. Hier aus. Es ist nicht viel, aber das habe ich auch nicht erwartet. Und im Gegenzug, das hier läuft natürlich jetzt gerade hypereffizient. Würde mal sagen, das unterbinden wir auch mal ein kleines bisschen. Weil Kunststoffe werden doch schon in erhöhter Menge nachher benötigt werden. Hier läuft auch alles gut. Sieht es hier unten aus? Das haben wir ja eigentlich nur als Seitenverteidigung hier mit dazu gebaut, aber das sieht auch gut aus. Das sind die Dampfschwaden, die Rauchschwaden von den Öfen. Wie viel Stahl haben wir noch? Oh, das ist noch eine ganz anständige Menge. Was die Umweltverschmutzung angeht, haben die Öfen natürlich, die verbesserten Öfen, auch ein kleines Problem. Sie sind nicht nur schneller, sie erzeugen auch mehr Schmutz. Das ist natürlich per se schon ein Handicap. Auf der anderen Seite, das wird die Stahlproduktion jetzt so immens ankurbeln. Naja, so immens wird es nicht werden, aber es ist schon deutlich beschleunigt. Uns das mal im Vergleich angucken. Es ist ein ordentlicher Geschwindigkeitszuwachs. Nur natürlich, sie verbrennen schneller Kohle, sie verarbeiten schneller Metall. Wenn man alles auf einen Schlag radikal umstellt, kann das schon mal passieren, dass die Produktion dann an manchen Stellen recht schnell, ja, sich totläuft. Aber fürs Erste kommen wir hier, denke ich, noch ganz gut klar. Werden wir auch brauchen können, denn wir werden in Zukunft noch mehr Öl abzapfen. Wie sieht es mit der Leistung aus? So, ist immer noch ganz akzeptabel. Hier ist alles immer noch im Überschuss, das ist gut. Läuft auch alles. Ja, das baut sich alles noch auf. Das heißt, wir hätten hier noch Kapazität für eine dritte Raffinerie. Und hier wird es dann schon schwierig, die dritte Raffinerie irgendwo unterzubringen, weil ich dann natürlich hier irgendwo die Rohre zwischendurch legen muss. Mal sehen. Uns fehlt natürlich ein Ziegelstein. Ist
ist ja klar. Aber jetzt haben wir ja momentan zumindest einen gewissen Überschuss. Also 6 Raffinerien wären vielleicht ein klein wenig überzogen, aber eine werden wir uns auf die Schnelle schon erlauben können. Die können hier bleiben, aber die packen wir mal ein bisschen um. Mal hier ein bisschen unser Inventar aufräumen. Das hilft später dann doch immens weiter. Ach, da habe ich nie von Gebrauch gemacht im Großen und Ganzen. Weil schlussendlich so schnell braucht man die Schnelltasten nie. Da ist es dann müßig, die einzustellen. Wenn ich das Ding hier hinsetze, kriege ich das hin? Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Dann muss ich Schweröl hier hochbringen. Das war noch Leichtöl. Aber das muss ich trotzdem hier hochbringen. Wir könnten das auch schon mal einstellen. Und dann muss das Schweröl noch darüber. Und das ist jetzt der Punkt, an dem es schwierig wird. Weil hier sind sich dann natürlich andere Rohre im Weg. Was ich tun kann. Einmal hier unten durch. Und die Episode ist wieder vorbei und zu Wohle meines Halses werde ich wohl eine kleine Pause einlegen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!